Ja, Sumitomo hat vor ca. 5 bis 7 Jahren nur ausschließlich Getriebe oder Induktionsmotoren gebaut und dass die Zukunft sich sehr viel stärker in Richtung Kontrolle oder Steuerungstechnik bewegt, hat es dazu geführt, darüber nachzudenken. Und zum einen mal sieht man, dass wir mittlerweile Gesellschaften akquiriert haben wie Laffert oder Invertec, die sowohl Motoren, Permanentmagnet, als aber auch Steuerungen in Frequenzumrichter, aber auch Servodrives mitbringen. Und was Sie jetzt hier auf dem Stand sehen, sind die Erfolge der Kollaboration der letzten 3 Jahre. Wir haben also die Pandemie nicht nur genutzt, um unsere Arbeitsplätze zu erhalten, sondern auch welche aufzubauen. Sprich, wir haben ein neues Entwicklungszentrum in Marktindersdorf in Deutschland aufgebaut, wo vorwiegend Aktuatoren entwickelt wurden. Was Sie hier sehen, ist unsere koaxiale, sehr kompakte Lösung für automatische, fahrerlose Transportsysteme. Eins der Themen ist, dass wir hier das erste Produkt entwickelt haben, was in der Kombination mit dem traditionellen Sumitomo-Getriebe und den Schwesterfirmen Laffert entwickelt wurde. Der ganze Stolz unseres Hannover-Messeauftritts ist hier die Tuaca-Familie. Ein Aktuator, der sowohl ein Getriebemotor sein kann, als auch ein Getriebemotor mit Steuerung oder aber ein komplettes System mit integrierter Steuerung und Sensorik. Hier wurde kein Millimeter Bauraum verschwendet, das heißt, es ist sehr kompakt, sehr leicht und die Technologie, speziell um die Sensorik herzustellen, ist sehr wirtschaftlich. Wir gehen davon aus, dass wir mit diesen Produkten vorwiegend für sogenannte Cobots eingesetzt werden, aber auch andere Applikationen, die mit 48 Volt bestückt sind, können hier natürlich ein sehr kompaktes und leistungsfähiges Produkt zur Verfügung haben. Was den Cobot ausmacht, ist, dass er zwischen Mensch und Maschine arbeiten kann und durch diese sehr kosteneffiziente Sensorik haben wir die Möglichkeit, ein attraktives Produkt in dieser Mensch-Maschine-Kombination anzubieten. Durch diesen Torque-Sensor können die Controller erkennen, wenn ein Mensch an den Roboter oder an was auch immer, an einen Arm herangreift und es abschalten. Natürlich können aber auch Condition Monitoring Funktionen damit überwacht werden. Energieeffizienz ist ein immer wichtigeres Thema. Und um Antriebstechnik möglichst energieeffizient zu machen, gibt es sogenannte IE-Klassen. Was wir hier sehen, ist ein IE5 Motor, also die energieeffizienteste Motortechnologie, die derzeit auf dem Markt erhältlich ist, mit einer Invertersteuerung und einem sehr effizienten hypoid-verzahnten Getriebe. Diese Lösungen sind vor allen Dingen für Bandantriebe optimal, weil dort eine sehr lange Einschaltzeit passiert und mit diesen energieeffizienten Antrieben sehr viel Geld gespart werden kann. Für was Sumitomo Drive Technology eigentlich bekannt ist, sind Getriebe. Präzisionsgetriebe, konventionelle Getriebe von kleinen Baugrößen bis großen Baugrößen. Das ist das größte Portfolio, was ein Hersteller auf der Welt zur Verfügung stellen kann. Wir stellen sie heute auf der Messe nicht aus, nachdem das eher traditionelle und altbekannte Produkte sind. Aber diese können Sie sehr gerne bei uns in dem Online-Konfigurator finden. Digitalisierung und Pandemie, das sind die beiden Themen, die uns in den letzten 2 Jahren sehr stark getrieben haben. Was wir jetzt hier sehen, ist ein Produkt, welches das sogenannte Condition Monitoring übernehmen wird. In der Pandemie sind wir sehr oft darauf angesprochen worden, wie man denn unseren Kunden am Werk, am Produkt helfen kann, ohne dass man diese komplizierte Reisetätigkeit in Kauf nehmen muss. Durch die Sensorik, die wir hier zur Verfügung gestellt haben, sprich Temperatur, Vibration, aber vor allen Dingen Öl, können wir die Lebensdauer eines Produkts vorhersehen und Wartungsintervalle vorausplanen. Gleichzeitig können wir auch sogenannte Red Flag Reports zur Verfügung stellen, wenn was mit dem Produkt nicht ganz in Ordnung ist und man reinschauen sollte bzw. abschalten sollte, um keinen vollständigen Crash in Kauf nehmen zu müssen. Für die Kunden, die nicht nur die Sensorik an ihren Getriebe anbringen möchten, sondern die auch Platz für ein etwas größeres Gerät haben, hätten wir die Möglichkeit, das Öl zu filtern. Mit dieser Ölfilterung brauchen Sie nie wieder einen Ölwechsel machen. Das gefilterte Öl hat eine bessere Qualität als das neue Öl. Hat den Vorteil, dass man sehr, sehr nachhaltig agiert und die Lebensdauer seiner Produkte deutlich erhöhen kann. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um die bewegten Bilder
anzuschauen. Falls noch Fragen offen sind oder Sie zusätzliche Informationen benötigen, würden wir uns freuen, wenn Sie uns auf der Homepage besuchen. Das ist sumitomodrive.com. Dort finden Sie auch Stellenangebote oder andere Informationen, wie zum Beispiel Certificate of Origins oder andere Dokumentationen. Recht herzlichen Dank.